Esens im hohen Norden. Klein, beschaulich, mit knapp 7000 friedfertigen Bürgern. Aber einmal im Jahr verwandelt sich der heimelige Ort in den Horror-Hotspot schlechthin. Moin moin, herzlich willkommen in Esens, in der Halloween-Hauptstadt Deutschlands. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist noch nichts los, aber das ist die große Ruhe vor dem Sturm. München hat das Oktoberfest, Wacken sein Heavy-Metal-Festival und Esens? Esens hat Halloween. Noch ein Tag bis zum großen Showdown. Der findet immer am Freitag vor dem eigentlichen Halloween statt. Die Organisatoren Adalbert und Markus haben einen Haufen Dekomaterial organisiert. Für einen Ort, an dem sich Zombies so richtig wohlfühlen können. Die werden also drapiert und platziert und dann geht's weiter, dann kommt die Technik morgen dazu, Nebelmaschine, eventuell noch ein bisschen Musik. Mal sehen, was unser Techniker sich ausgedacht hat. Schauen wir mal. Lassen Sie sich überraschen. Aber nicht nur Profis sorgen hier für Schockeffekte. Ah, guck, da kommt die Verstärkung. Die Grenzen zwischen Horror und Humor sind in Esens fließend. Hier entsteht der berühmte Halloween-Friedhof. Über die Jahre mehr und mehr perfektioniert. Und immer mehr Untote kamen hinzu. Oder das, was von ihnen übrig geblieben ist. Dreh ihn doch um. Das ist, als wenn er die Füße von aus der Erde kommt. Genau, so ist er da. Oh, du lichtig. Er will aus dem Grab rauskrabbeln. Die letzten zwei Jahre waren für die Esenser der blanke Horror. Nicht wegen Halloween, sondern weil Halloween pandemiebedingt ausfiel. Und damit eine wichtige Einnahmequelle. Denn rund um den 31. Oktober ist hier nichts wie sonst. Geschäftsleute und Einwohner bereiten sich auf das Event des Jahres vor. Man liefert sich einen regelrechten Wettstreit. Wer ist der Gruseligste im ganzen Ort? Man kann hingehen und sagen, was macht ihr denn? Weiß ich nicht. Es verrät keiner. Und wenn man dann da ist, dann will jeder gegen den anderen anstinken, sagen wir. Und dann kommen da die tollsten Sachen raus. Dann, ne? Vor über 20 Jahren war Adalbert in London und erlebte, wie die Menschen dort Halloween zelebrieren. Sein Gedanke, was in London geht, muss doch auch in Esens möglich sein. Anfangs ein kleines Dorffest, wurden die Aktionen mit der Zeit immer spektakulärer. Und immer mehr Besucher kamen. Gut fürs Geschäft. Und auf ein gutes Geschäft hofft man auch dieses Jahr wieder. Im größten Modehaus am Ort bereiten Inhaber Jan Wilms und Dekorateurin Bianca Dehne die Verkaufsflächen vor. Von Jahr zu Jahr wurde es immer mehr. Und gerade auch die Umsätze an dem Abend sind dann wirklich auch nach und nach immer weiter in die Höhe geschossen. Gerade davon erhoffen wir uns jetzt auch nach drei Jahren Halloween-Pause, dass wir vielleicht sogar auch einen Rekord schaffen, dass man jetzt dieses Jahr wirklich noch mal echt Umsatzrekord hier hinlegt. Die Hoffnung ist berechtigt. Deutschlandweit hat Halloween im Jahr 2019 einen Umsatz von 320 Millionen Euro generiert. Die Regel, je schauriger das Schaufenster, desto kaufwilliger der Kunde. Das ist der Untote, ne? Der da aus den Unterwelten wieder zum Vorschein kommt. Der hat auch einen Schalter. Nach über 10 Jahren ist Bianca so etwas wie eine Expertin für Special Effects. Also es fing harmlos an mit Kürbissen und Strohballen, Maiskolben, Laternen, ne? Lichter an. Ja, ein paar kleine Gespenster und so hat sich eigentlich jedes Jahr hat sich das, dürfen wir uns mehr austoben. Und später werden sich hier dann die Besucher austoben. Auf guten Umsatz an Halloween hofft auch Metzger Sören Mannott. Sein abscheulich leckerer Halloween-Drachenbraten war bislang jedes Jahr der Bestseller. Tausende Portionen gingen über die Theke. Das ist natürlich zu Halloween immer was Schönes, sowas, ne? Was rustikal ist, was die Leute schnell auf die Hand kriegen können. 6 Euro soll eine Portion Drachenbraten kosten. Wollen wir mal hoffen, dass wir das alles verkaufen, ne?
Damit das Fleisch morgen nur noch kurz auf den Schwenkgrill muss, gab Sören die Bratenstücke vor. Das verkürzt die Wartezeit und lässt die Kasse schneller klingeln. Auch Barbetreiber Mark und Barkeeperin Jenny haben sich ein Halloween-Special für das Event des Jahres ausgedacht. Sein Lokal hat Mark zwar erst im Frühjahr eröffnet, aber in Esens kommt eben keiner um Halloween herum. 4CL passen da rein. Genau. Ne? Bekanntlich trinkt das Auge mit. Nehmen wir hier so ein Auge. Weil nachher soll das Auge sich natürlich ein bisschen vollsaugen und nachher den Geschmack des Sektes und der Erdbeere aufnehmen. Totenschnapskopf und Bloody Blixen. Diese Halloween-Specials haben es auf Marks Karte geschafft. Ob die Monster auf diese Drinks stehen? Tag 2. Die Geschäfte sind startklar. Die Einwohner noch nicht. Hallo, kommt rein. Tina und ihr Mann sind jedes Jahr im Halloween-Rausch. Schon Wochen im Voraus suchen die zwei mit ihren Freunden im Internet nach den schaurigsten Outfits. Und dann beginnt die große Geheimniskrämerei. Wie ich mich nun genau schminke, kann ich noch nicht sagen. Das kommt drauf an. Das stellt sich bei mir auch noch raus. Das Ziel der Gruppe, ihre bisherigen Kostüme toppen. Es wird jedes Jahr gruseliger. Dieses Jahr haben wir das Thema Horrorclowns. Und wir haben uns einen schönen Zirkuswagen gebaut. Ich bin gespannt. Noch sehen die vier allerdings viel zu harmlos aus. Also ab in die Maske. Tina liebt es, ihren Mann Lars zu verunstalten. Oh, du musst ja leider noch eine gute Nase haben. Unbedingt. In wenigen Minuten wird aus Lars ein Clown, vor dem sich selbst hartgesottene Halloween-Fans fürchten. Hui, sehe ich wieder gut aus. Buh. Horrorclown Lars muss sich nur noch umziehen. Die Uhr tickt. Bald wird's dunkel. So, ich schmink mich in Ruhe fertig. Und wie ich nachher aussehe, das seht ihr dann in Esens. Noch ist es in Esens ruhig. Aber es tut sich was. Dann wollen wir mal die Fenster aufmachen, ne? Dekorateurin Bianca kann es kaum erwarten, endlich den Blick auf ihre Halloween-Deko freizugeben. Das Modehaus hat heute bis zur Geisterstunde geöffnet. Bis Mitternacht. Soweit ist es so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wunderbar. Ja. Den ersten Schaulustigen gefällt's. Der Esener Marktplatz. Schon vor Anbruch der Dunkelheit treffen sich hier die ersten Monster. Zeit für letzte Vorbereitungen und Proben. Halloween hat jetzt auch Sörens Metzgerei fest im Griff. Feuerfrei für den Schwenkgrill, auf dem jetzt der geschmacklos geschmackvolle Drachenbraten brutzeln soll. Seine Halloween-Spezialität grillt Sören über Buchenholz. Die Zombies können kommen. Sieben Uhr. Die Nacht bricht herein. Vom beschaulichen Ort zur Halloween-Hauptstadt. Wird nach zwei Jahren Pause die Megafeier wieder zum Erfolg? Gleich bei Galileo. Vom verschlafenen Örtchen zur deutschen Halloween-Hauptstadt. Ins kleine Esens kommen heute über 10.000 Fans zur gigantischen Gruselparty. Mitten im Tobel zwei bekannte Gesichter, aber kaum wiederzuerkennen. So sehen wir aus als Horrorclowns. Wir sind fertig verkleidet. Ihr seht unseren Popcornwagen. Wir freuen uns, dass endlich wieder Halloween ist. Und jetzt gehen wir gleich los. Mystisch schaurige Gestalten stolzieren durch Esens Fußgängerzone. Die Besucher sind begeistert. Egal, ob selbst verkleidet oder nicht. Halloween Esens ist einfach das Beste. Ich meine, die ganzen Figuren und die Lichter ist einfach total toll.
Der wahrscheinlich. Absolute Spaß am Verkleiden. Ja, wir sind ja selber gruselig. Da lachen wir natürlich darüber. Ne? Es ist einfach so ein Gefühl und das lebt man aus. Esens verspricht Halloween-Fans das gruseligste Einkaufserlebnis der Republik. Und hält das Versprechen. Das Modehaus erzielt Rekordumsätze. Ich freue mich über jede Reaktion, über Fotos, Handys, die rausgezückt werden, Fotos gemacht werden. Ich bin einfach gerade beseelt. Das ist einfach schön. Wir sind rundum zufrieden. Die Leute sind froh, sie kommen rein, alle freuen sich. Und das ist eigentlich das, was man sich wünscht als Besitzer hier. Halloween lohnt sich. Mittendrin der Mitorganisator des Grauens. Seine Erwartungen? Mindestens übertroffen. Man hört, wie laut die Musik ist. Hier ist Party ohne Ende. Die Leute haben Spaß. 12.000 Menschen sind an diesem Abend im 7.000 Einwohnerort Esens. Eine höhere Monsterdichte gibt es in ganz Deutschland nicht.